Punktspielstart in der nächsten Woche. Dann geht es wieder los in der Landesliga. Und vorher hier nochmal der Härtetest für die Blau-Weißen im Bild. Die Mannschaft von Trainer Sigi Motzner im Landesliga-Duell mit dem MTV Almstedt. Da war ja schon zweimal das Aufeinandertreffen im Punktspielbetrieb. Zweimal Tündern siegreich. Hier aber die erste richtig gute Aktion für die Gäste aus dem Hildesheimer Land. Aber Lukas Masur ist zur Stelle beim Versuch von Jens Förster. 4 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Almstedt ja nach schwachem Start besser in die Saison gekommen. Hier die erste Chance für Tündern durch Robin Tegtmeier. 2 Minuten nach Almstedts erster Gelegenheit. Nun also die erste Chance für die Schwalben. Und wieder 4 Minuten später nach 10 Zeigerumdrehungen. Dann die Tünderaner nach Yannick Hilkers Zuspiel hier auf Tegtmeier. Erneut im Vorwärtsgang. Richtig gute Gelegenheit. Aber Tegtmeier bringt den Ball nicht im Kasten unter. Noch nicht, denn die nächste Gelegenheit des Tünderaner Torjägers ließ nicht mal 1 Minute auf sich warten. Da war er wieder zur Stelle mit Turbo. Auf in den Almstädter Strafraum. Gegenspieler vernatzt und dann lang rein ins Eck. Führung für die Tünderaner. Robin Tegtmeier, auch wenn der Ball nicht im Netz zappelt, sondern durch ein Loch dann aus dem Netz herausfliegt, zählte das Tor natürlich. 1:0 für die Mannschaft von Sigi Motzner, die dann kurz einen kleinen Gefahrenmoment zumindest zu überstehen hatte. Erik Röbbelen war es. 18 Minuten gespielt, die Almstädter aber nicht erfolgreich in dieser Situation. Und dann hinten wieder mit dem nächsten Keitschlag Robin Tegtmeier. Wer sonst? 2:0 die Führung nunmehr für die Schwalben. 19 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Richtig guter Vorstellung hier der Tünderaner, auch wenn Almstedt dann wieder in der Offensive zu sehen war und die Tünderaner Verteidigung hier nicht ganz so gut aussieht. Herrlicher Versuch und vor allem herrlicher Abschluss. Jens Förster ist es. 25 Minuten gespielt. Gar nicht unverdient hier der Anschlusstreffer für den Männerturnverein aus Almstedt. Nächste Gelegenheit, wieder guter Versuch. Der Ball zappelt etwas in der Luft von Alexander Zwer, aber Lukas Masur ist zur Stelle und pariert diesen Versuch, der, glaube ich, schwieriger zu halten war, als es aussah. Hervorragend. Seiten gewechselt, Almstedt weiter darauf bedacht, hier zum Ausgleich zu kommen in diesem letzten Testspiel, ja vor dem Start in die Landesliga-Rückrunde. Und dieser Versuch landet am Ende am Lattenbereich. Norman Rostalski war es, die Stange, aber im Weg für den schon geschlagenen Kolja Kowalski, der da wohl nicht mehr rangekommen war und damit sah, wie seine Vorderleute hier wieder nach vorne kamen. Robin Tegtmeier kriegt den Ball aber nicht unter Kontrolle. 49 Minuten gespielt nach dieser schönen Hereingabe von der rechten Seite. Also er mit 2 Treffern, aber es hätten durchaus schon 4 sein können. Und auf der anderen Seite zeichnet sich der Schlussmann aus. Kolja Kowalski jetzt zwischen den Pfosten, 50 Minuten gespielt. Gute Parade, wenn auch dankbar zum Flug für einen guten Torhüter, wie es Kowalski einer ist. Nächste Chance dann für die Tünderaner am langen Pfosten diesmal vorbei. Robin Tegtmeier, 63 Minuten gespielt und es bleibt vorerst beim 2:1, 71 Minuten dann gespielt. Dieser Freistoß für Almstedt aus dem Halbfeld schön rein. Kowalski zur Stelle und dann kommt nochmal gleich der Nachschuss, denn der Ball wird nicht geklärt. Die Almstädter mit der Chance hier nochmal zum Abschluss zu kommen und das kriegen sie auch hin. Die Situation geht weiter über die linke Seite und Tino Groß war es dann am Ende, der dann aber deutlich verzieht. Die Schlussphase dann einbrechend mit nicht ganz so vielen Höhepunkten am durchaus munteren Testspiel hier auf dem Hamelner Kunstrasen am Tönebühnenweg mit dem Schlusspunkt für die Schwalben dieses Duell gewannen. Das nimmt man vorweg. Da ist Lukas Kramer, der zunächst am Almstädter Torhüter scheitert, aber nochmal an den Ball gelangt und dann für die Entscheidung sorgt. Tündern gewinnt den letzten Test vom Start in die Rückrunde, verdient mit 3:1.